Tag auch und willkommen zu einem neuen Degustabox Unboxing. Guten Tag. Mit Ralf. So, wir starten direkt, weil wir filmen das übers Handy und ich habe keinen Bock hier so lange rumzumachen. Es geht um die Januarbox und es geht um Fitness und neue Vorsätze und so weiter. Ralf hat den Inhalt schon rausgenommen, damit es nicht so knistert und so, ne? Womit fangen wir an? Immer diese Entscheidung hier. Natürlich mit meinem Lieblingsprodukt. Kaffee! Der Kaffee des Jahres von Melitta. Das ist jetzt eine kleine Packung. Die 500 Gramm Packung kostet 5,69 Euro. Und ist irgendwas mit dunklen Beeren hier. Probiert gerne mal aus. Gut, also ich habe ja keine Kaffeemaschine, aber Ralf hat eine, deswegen. Der wird bei mir nicht schlecht. Definitiv nicht. Gut, next. Natur Compagne oder so. Expressreis Basmati Parboiled. Habe ich das richtig gesagt? 1,99. Ist in 3 Minuten servierfertig. Cool. Macht man den in der Mikrowelle oder? Guck mal, der ist ohne Zucker und ohne Palmöl. Zwei Portionen. Ja, 2 Portionen. Für Ralf ist das dann alle Portionen? Ja, super. Suppen. Davon ernähre ich mich ganz gerne. Maggi. Besonders die für Kinder. Ja, natürlich. Buchstaben, aber die habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Das ist auch für 2 Personen. Mit natürlichen Zutaten. 150 Milliliter kaltes Wasser. Also fast ein Liter, ja. Das sind 2 Teller, würde ich sagen, oder? Und 2 Sorten pro Box. Wenn man allerdings jetzt ein Abo abschließen sollte, sorry, dann kriegt man wahrscheinlich die Februar-Box. Einmal die Buchstabensuppe und einmal Kartoffelcremesuppe. Ja. Kartoffelsuppe ist auch immer lecker. Ja, finde ich auch. Und es ist ja jetzt auch gerade das optimale Suppenwetter hier. Warum ist der Tisch eigentlich so weit weg? Naja. 89 Cent kostet so ein Ding. So, das ist was für dich. Müsli. Ja, ich mag Müsli, aber nicht, wenn da Früchte drin sind. 3,99. Kosten die mehr als die anderen Sorten? Also die Sorten, die ich immer kaufe, kosten 2,70 oder so. Das mit Brombeeren und Joghurtkonfekt. Das ist irgendwie eine neue Sorte. Ah, da steht neu drauf. Zur Erhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut. Ich denke mal, dass ich das meiner Mutter gebe, weil die mag sowas ganz gerne. Also ich mag nicht so gerne Müsli mit So, was nehmen wir denn jetzt noch Schönes? Oh. Ich warte darauf, dass er das ausspricht. Genau. Wo ist denn das hier? Da. Du bist vorlesen. Podravka Aiva, extra scharf. 350 Gramm für 1,99. Viel Gemüse, harmonischer Geschmack und der niedrige Fettgehalt sind die Merkmale, die dieses Aiva so wertvoll machen. Was macht man denn damit? Extra scharf. Definitiv nichts für mich. Für mich auch nicht. Und da sind irgendwie Aubergine und Paprika drin. Sorry, wenn ich nach unten gucke, aber ich lese dann vom Zettel ab. Sorgfältig ausgewählte Paprikaschoten und Auberginen mit Chilischoten. Kommt aus Kroatien. Also wer scharf mag, der, für den ist das vielleicht was, aber definitiv nichts für mich. Oh, den gucke ich immer dahin. Sorry, ich muss dahin gucken, ne? Da. Guck mal, was zu probieren hier. Ja, darum. Jetzt aber. Von der Firma hatten wir schon mal was da drin. Wo ist es denn? Hudeck Hähnchensticks. 1,90 €. Das war genuschelt, ne? 1,90 € hab's verstanden. 1,90 €. Sieht aus wie Beefy. Nur von Hähnchen mit Hähnchen. Also, würde ich jetzt so sagen, ne? Das Original von Hudeck im Snackformat. Von Natur aus wie Protein. 100% Genuss. Mach auf! Praktisch als Snack für zwischendurch oder zur Brotzeit. Bin guckt schon. One for you, one for me. Prost. Mahlzeit. Schmeckt gut. Da waren mal diese dickeren drin mit dem Käse gefüllt. Die waren auch lecker. Die habe ich sogar ein paar Mal nachgekauft. Schmecken. Mhm. Doch. Die
Schmecken gut. Du hast zwischendurch mal so als Snack. Ja. Auch nicht zu scharf, aber schon gewürzt. Salami-Spezialitäten. Hähnchensticks, sehr gut. Gibt's bei Marco. Ja? Mhm. Nicht gesehen. Noch Hähnchen am Stuhlkranz. Nicht am Stuhlkratzen! Weiter! Gartenerbsen. In einer Tetra-Rekar-Verpackung. Der Preis kann variieren von 99 Cent bis 1,09 Euro. Das sind halt Erbsen, ne? Leicht und umweltfreundlich verpackt. Ich mag keine Erbsen. Auch nicht so der Erbsen-Fan. Aber wenn, dann mit Möhren. Also Erbsen alleine nicht. Mit dem. Das ist schon fast eine ganze Mahlzeit hier. Nur hier den Reis dazu machen. Zack. Ja, zack. Top. Yes. Proteinriegel, Erdnuss, Mandel und dunkle Schokolade für 1,59 Euro. Für ein? 1,59 Euro steht hier. Für ein so ein Riegel? Ich glaube schon. Die sind immer so teuer. Boah. Proteinrügel, 10 Gramm pflanzliches Protein aus Erbsen und Nüssen, wenn hier gleich eine Katze durchs Bild läuft. Sorry. Ich habe da keine Kontrolle. Interessiert an den Salami-Sticks. Ich weiß nicht, ob ich das probieren möchte. Gluten-free. Ja. Paper, was? Please recycle. Würde ich jetzt auch nicht aufmachen wollen. Nee, lass mir das mal. Nachdem ich jetzt gerade Erbsen gelesen habe. So. Ja, Mann. High Protein Crispy Snacks. Das ist das Produkt des Monats. Für 2,69 Euro. Schmeiß bitte nicht das Telefon vom Ständer runter, Finn. Hi. Ups. Ich kann mal den dicken Popo hier in die Kamera. Was möchtest du? Upp. Auch mal ins Bild. Komme ich jetzt im Fernsehen? Ja, lass dir Zeit. Fertig. Dankeschön. 2,69 Euro. Viel Protein, viel Power. Knusprig gleich die neuen Airman High Protein Snacks mit mindestens 20% Protein im Kern und im Überzug aus leckerem Fairtrade Kakao. Wertvolle Ballaststoffquelle für aktive, ernährungsbewusste Menschen, also nicht mich, die sich etwas Süßes gönnen wollen. Besonders praktisch im wiederverschließbaren 90 Gramm Beutel zum bedarfsgerechten Portionieren. Es gibt eine Sorte pro Box und hier sind drei mit Wiederverschluss. Drei Sorten abgebildet. Was haben wir hier? Milchschokolade. Vollmilchschokolade oder Verbot. Das andere kann ich nicht erkennen, aber ich gehe mal davon aus, dass das Finn kommt wieder. Das sieht aus wie weiße Schokolade, das andere ist dann wahrscheinlich dunkle Schokolade oder so. Ich finde, du kriegst davon nichts. Wie sehen die aus? Boah, Katzen dürfen keine Schokolade essen. Sind halt crispy, ne? Aber es ist nicht schlecht. Was kosten die? 2,69. Wenn ich die dafür kaufen würde. Wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht mehr. Okay, wieder verschlossen. Also schmecken jetzt nicht schlecht, aber ich würde es mir glaube ich nicht kaufen. Na du. Wolltest du auch mit dabei sein? Getreidekugel umhüllt mit 79% Vollmilchschokolade. Okay. Wollen wir jetzt mal was trinken? Ja, Fösslauer Balance. Balance Juice. Rote Früchte und Echinacea. 99 Cent. Schmeckt nach reifen Beeren. Da bin ich gespannt. Das ist jetzt nicht. Das war die Katze. Ich bin die halbe Zeit gar nicht im Bild hier, ne? Schmeckt nach reifen Beeren. Das ist ja meistens nicht so. Oder mein Geschmackssinn ist einfach tot.
unterstützt ihr Immunsystem mit wertvollem Vitamin C. Eine Flasche deckt bereits mehr als 50% des täglichen Vitamin C-Bedarfs. Ja gut, ich würde jetzt nicht unbedingt direkt eine ganze Flasche trinken. Die neue erfrischende Sorte verbindet das Gesunde mit dem Genuss. Cheers. Also riecht auf jeden Fall. Riecht auf jeden Fall nach Beeren. Beerig. Wäre vielleicht besser, wenn es kalt wäre. Boah, wehe, Finn geht jetzt an das Kabel, dann kippt die Lampe um, du. Also es schmeckt schon nach Beeren, aber es ist nicht intensiv. Also. Saft mit Kohlensäure ist jetzt so nicht mein Ding. Jetzt auch nicht. Das Einzige, was ich mit Kohlensäure trinke, ist Cola. Also solche Sachen, fruchtige Sachen, mag ich persönlich nicht mit Kohlensäure. Nee. Das ist jetzt nicht schlecht, aber... Also ich hatte schon Schlimmeres. Ja, kann man wohl trinken. Aber ich überlege, woran mich das erinnert. Schmeckt mir zu sehr nach Kohlensäure. Next one? Next one. Käsefondue. Für 2,49. Kriegt man für 2,49 nicht auch so ein Ding im Supermarkt schon? So ein ganzes Käseding für, wie heißt das? Ofenkäse? Weiß ich nicht. Mit diesem ersten norddeutschen Käsefondue to go Norden. Was? Norden wir ein traditionelles Käsegericht lecker ein. Im praktischen 180 Gramm Becher ist das Rücker Käsefondue nordisch pikant eine Mahlzeit für eine Person oder ein Snack für zwei. Man kann den Deckel abnehmen hier und dann... Schnell erhitzt und schnell bereit zum Genuss. Wie erhitzt man das denn? Also hast du gesagt, den Deckel zum Abnehmen. Steht da, wie man das erhitzt? Mikrowelle oder Wasserbad oder Backofen oder... Deckel entfernen, Folien ganz abziehen, in der Mikrowelle 180 Watt für ca. 4 Minuten erhitzen. Umrühren und genießen. Möchtest du das machen? Nee. Möchtest du das später machen? Nee. Möchtest du das gar nicht machen? Nein. Also heute nicht oder gar nicht nicht? Gar nicht nicht. Gut, dann mache ich das vielleicht alleine und dann filme ich ist das. Ist ja auch nur für eine Person, von daher. Ja, oder ein Snack für zwei. Du musst ja gleich hier noch handwerklich tätig werden. Dann brauchst du ja viel, ne? Power. Dann muss ich eher so einen Power-Riegel essen. Ja, oder das andere Ding. Da. Ein Energy Cake. 1,49 €. 80 Gramm. Schokoladig mit jedem Biss darf es etwas mehr Schokolade mit Haferflocken ohne schlechtes Gewissen sein. Mit diesem Pocket Cake bekommen Naschkatzen alles, was sie im Alltag brauchen. Schokoladengenuss, Keksstückchen, Energie, satt sein und das fast ganz ohne Zucker. Hier steht für Veganer geeignet. Drauf. Mach mal auf. Mach mal auf. So sieht der aus. Das sieht aus wie ein Müsli-Riegel und nicht wie ein Kuchen. Müsli-Riegel mit Schokolade drauf. Aber da steht Cake. Pocket Cake steht da. Ich nehme das kleine. Nein, ich will das kleine. Ich brauche schon mal so lange zum Kauen. Finn erkundet die Spiele. Nee, ne? Boah, das vermehrt sich ja im Mund. So, 5 Minuten später hat man es endlich gegessen. Ich muss jetzt mal was trinken. Also, nee, ist nichts für mich. Zum Glück ist es nicht trocken. Was machst du denn da? Aber es ist wirklich so, als hättest du dir eine Portion Haferflocken gemacht und nur so ein ganz bisschen Milch drüber gekippt, weißt du? Gut. Nicht wirklich, weil ich keine Haferflocken esse, aber ich kann es nicht. Hier. So, was haben wir denn noch? Eins. Ich glaube, das letzte, oder? Kompass. Minz Ginger Honey. 1,29 €.
Frische Gefühl, Metalldose, nachhaltig, ziemlich stylisch. Die Sorte Ingwer-Honig vereint das würzig-frische mit einer feinen Süße und bleibt wie immer zuckerfrei. Mhm. Ach, gucken, ob hier. Achso, hier ist da auch ein Degusta-Box-Code. Irgendwas Interessantes hier. Ein Rezept haben wir hier noch. Ich gucke nur gerade, ob das ein Rezept ist, was irgendwas hier von der. Das ist aber nichts, was mit dieser Box zu tun hat. Aber. Kennt das jemand von euch? Sonst so. Ja, dann ist hier noch ein Ratespiel. Ein Burger, den ich jetzt essen könnte. Das sieht, die sehen auch geil aus, ne? Ja. Und was hast du? Die Gusterbox Code. Für deinen Kühlschrank. Mit köstlichen Überraschungen im Frühjahr. Für 14,99 statt 17,99 Euro. Genau. Es gibt auch einen Code, der da heißt Coldbox. So. Das war's. Was ist das Highlight der Box? Für mich? Für mich. Ja, die fand ich ziemlich gut und ich bin sehr, sehr gespannt auf das hier. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren und ich glaube, dass die Suppe sieht eigentlich auch ganz gut aus. Aber ich kann natürlich jetzt noch nichts zum Geschmack sagen. Maggi-Suppe ist auch meins. Die Buchstabensuppe und ich die genau. Kartoffelcremesuppe. So, und das, was am gar nichtsten. Diese komischen Proteinriegel, die sind wirklich, weiß nicht. Das hier oder das, was wir probiert haben? Das, was wir probiert haben, gut, den anderen haben wir nicht probiert, aber grundsätzlich. Ich glaube, mit vernünftiger Ernährung braucht man keine Proteinriegel haben. Ich glaube, das ist auch mehr so ein Sportler-Ding irgendwie. Ja. Muss natürlich viel Sport machen, aber da im Moment alle Fitnessstudios zu haben, ist das mal so eine Sache, ne? Ja, und sowas ist halt auch. Aber das ist persönlicher Geschmack, das ist halt auch nicht so meins. Aber wie gesagt, das ist. Ich denke lieber einen vernünftigen Saft ohne Kohlensäure. Ja. Aber wer sowas mag. Ja. Wie gesagt, mit der Kohlensäure. Gönnt euch. Gefällt mir nicht so. Gut. Dann war es das. Danke fürs Mitmachen. Gerne, bitteschön. Falls die Videos scheiße rüberkommen, legt bitte den Vendorize-Filter 2.0 über mich. Und ja. Und wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Kommentiert fleißig. Bis bald. Tschüss.